Viele Unternehmer, viele Menschen denken, dass sie noch erfolgreicher werden, wenn sie noch besser lernen zu reden, zu kommunizieren, Reden zu halten, öffentliche Vorträge. Die Tatsache aber ist, dass es eine viel wichtigere Kommunikationsfähigkeit gibt als das öffentliche Reden. Und die werde ich dir heute zeigen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern auch Trainer für Erwachsenenbildung und Professional Coach. Und was ich immer wieder erlebe, auch wenn ich andere Coaches ausgebildet habe, dass die meisten Menschen sich auf das gute Reden nach außen konzentrieren, also die Kommunikation zu anderen Einzelpersonen oder zu anderen Gruppen. Aber die wichtigste Kommunikation ist die Kommunikation zu dir selbst. Was bedeutet nun diese wichtige Kommunikation zu dir selbst oder auch die primäre Kommunikation? Nun, das sind die 60.000 kleinen Selbstgespräche, die Wissenschaftler festgestellt haben, die du jeden Tag mit dir selbst führst. Das bedeutet, dass du jeden Tag, wenn du morgens aufstehst, sofort beginnst, vielleicht am Anfang langsamer und immer schneller während, mit dir kleinere Gespräche zu führen, den sogenannten Innendialog oder Englisch Silent Speech. Das sind kleine Selbstgespräche von 2 bis 3 Sekunden. Du kennst es vielleicht unter der Bezeichnung, da habe ich mir Gedanken zugemacht. Und da machst du dir einen neuen Gedanken. Und alle 2 bis 3 Sekunden machst du dir wieder neuen Gedanken. Und dann sagst du Dinge wie zum Beispiel, das ist aber ein blöder Tag, es regnet. Oh, diese Aufgabe kann ich nicht, die ist zu schwer. Oh, dafür bin ich vielleicht ein Mann oder eine Frau. Ich bin zu dick, ich bin zu groß, ich bin zu klein, ich bin zu groß. Ich bin Ossi, ich bin West, ich bin Deutscher, ich bin Ausländer und alles ist schwierig, das habe ich noch nie gemacht. Den ganzen Tag redest du mit dir selbst. Und diese innere Kommunikation, die ist die Grundlage, das Fundament für die Kommunikation nach außen zu anderen Personen. Diese Kommunikation nach innen mit dir selbst ist die Kommunikation nach außen zu Gruppen, wenn du Vorträge hältst. Denn auch wenn du dich hier nach vorne hinstellst und vor vielen Personen redest, redest du zuerst zu dir selbst. Und das Ergebnis deines inneren Dialogs, das wirkt sich aus auf dein Gefühl, auf deine Gedanken, was du sagen willst, auf deine Körpersprache, wie du dastehst. Alles verändert sich aufgrund deines inneren Dialogs. Und bei den meisten Menschen sieht es so aus, dass dieser innere Dialog, diese Sprache mit sich selbst, dass sie genauso undressiert ist wie ein Wildpferd. Das galoppiert dahin und die Menschen kriegen es nicht gedrosselt. Und dann kommt ein Impuls rein, ein Trigger rein und auf einmal ist man wild, wütend, traurig, hat irgendein Gefühl und weiß nicht, woher es kommt. Und dann muss man mit dem Kunden sprechen, mit dem Chef sprechen, mit der Bank sprechen, einen Vortrag halten. Und dann ist man irgendwie hilflos. Und besonders fatal wird es, wenn du deinen inneren Dialog noch nicht unter Kontrolle hast, dieses innere Gespräch nicht steuern kannst, und dann triffst du einen anderen Menschen, der das auch nicht gelernt hat, dann verstehst du vielleicht auch den Grund dafür, dass 80% aller Konflikte zurückzuführen sind auf Missverständnisse, weil 2 oder mindestens 1 Mensch einen anderen getroffen hat, der seinen inneren Dialog nicht bewusst kontrolliert. Wenn du also ein besserer Kommunikator nach außen werden willst, bessere Vorträge halten willst für Gruppen oder Einzelpersonen, dann ist es zuerst wichtig, dass du den inneren Dialog zähmst, kontrollierst, lernst zu steuern, dass du das Wildpferd einfängst und dressierst. Und das kannst du nur, wenn du einen externen Beobachter installierst, der sich folgende Fragen stellt. Wieso habe ich jetzt ein ungutes Gefühl? Was habe ich gerade über die Person gedacht? Wieso habe ich eigentlich das gesagt? Was war kurz davor, bevor ich das gedacht oder gesagt oder getan habe? Dass du den externen Beobachter nicht nur installierst, damit er guckt, wie du jetzt dastehst, was du redest, sondern viel wichtiger ist davor, die Ursache im Gedanken zu finden, was du gedacht hast. Und dann gehst du zurück und hinterfragst das. Ist das wirklich die Wahrheit, was ich gedacht habe? War es wirklich wichtig, in dem Zeitpunkt das zu sagen? War es der richtige Ansprechpartner? Und mit dieser Fragestellung arbeitest du deinen inneren Dialog auf und suchst diese negativen, begrenzenden Glaubenssätze, deine alten Erfahrungen und Erinnerungen, diese Infektionen in deinem Geist, die zu Selbstgesprächen führen, die destruktiv sind. Das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, ich bin zu klein, ich bin Mann, ich bin eine Frau. Außerdem habe ich mich noch nie selbstständig gemacht, das erste Mal ist viel zu riskant, warum soll ich es schaffen, hat noch keiner meiner Familie geschafft. Diese kleinen Glaubenssätze werden dann beseitigt. Und wenn dir das nicht gelingt oder zu komplex erscheint, dann bist du eingeladen, einen Gutschein zu nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn wir sind nicht nur Berater, die Businesspläne und Fördermittelanträge schreiben oder Marketingkonzepte entwickeln, sondern wir haben viele gute, ausgebildete Potenzialanalytiker und Coaches, die dich dabei unterstützen, diesen inneren Dialog zu zähmen, zu verbessern, zu optimieren, dass du Herr darüber wirst und nicht Opfer bist. Wenn du das geschafft hast, dann wirst du von den 60.000 Gedanken vielleicht nicht mehr 30, 40, 50 oder 60.000 Gedanken haben, die destruktiv sind, die du nicht kontrollierst,
sondern du hast dann positive Gedanken, wie zum Beispiel, Lösungen lauern überall. Alles, was einmal schwierig war, wurde leicht. Das heißt, damit es leicht wird, muss ich durch das Schwierige durch. In jeder Niederlage steckt der Keim für einen noch größeren Erfolg. Solche Glaubenssätze, die lade ich dich ein, zu installieren und auch zu denken, wenn du durchs Leben gehst, wenn du vor Hindernissen gehst, wenn du in Schwierigkeiten und Krisen steckst und diese überwinden willst, denn dann wird dein Pferd für dich den Karren ziehen und nicht wie ein wildes Pferd dich wegziehen von der Ursache von deinem Leben. Gerne also kannst du jetzt Daumen hoch machen, das Video liken, unser Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Und noch mehr kannst du jetzt den Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Da wirst du unsere Coaches und Berater kennenlernen. Und die gute Nachricht ist, wir sind zertifiziert zugelassen für Förderprogramme, sodass du 50-100% unserer Kosten erstattet bekommst, vollständig erstattet bekommen kannst. Ich wünsche dir nun viel Erfolg bei der Gestaltung, bei der Aufarbeitung deines inneren Dialogs, sodass dein Pferd für dich arbeitet und nicht gegen dich. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten, und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst, und zwar von 50-100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.